BirdLife-Gezwitscher. Der Vogelpodcast von BirdLife Österreich. Herzlich willkommen zur neuen Folge von BirdLife-Gezwitscher, dem Vogelpodcast von BirdLife Österreich. Der Herbst kommt immer näher und somit auch die beste Zeit für die Nistkastenreinigung. Aber nicht nur das, jetzt ist auch eine perfekte Zeit für neue Nistkästen und Brutmöglichkeiten für die nächste Saison zu sorgen. Deshalb wird BirdLife-Ornithologin Eva Kanaranna in dieser Folge 5 hilfreiche Tipps geben, wie Sie neue Brutmöglichkeiten schaffen können. An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen ZuhörerInnen und hoffe, Sie folgen unserem Podcast, geben eine gute Bewertung und unterstützen so unsere Vogelschutzarbeit. Vielen Dank! Erster Tipp: Natürliche Bruthüllen schaffen und schützen. Heute soll es bei unseren 5 Tipps um Nistkästen gehen, und zwar vor allem um Nistkästen für die klassischen Höhlenbrüter, die normalerweise in Baumhöhlen brüten. Und ja, da ist schon der erste Tipp. Am besten wäre es eigentlich, wenn es gar keine Nistkästen braucht. Denn natürliche Brutplätze für Höhlenbrüter, also natürliche Baumhöhlen, Spechthöhlen, ausgefaulte Astlöcher in Bäumen, in alten Bäumen vor allem, sind natürlich für die Vögel weitaus besser als jeder Nistkasten, der immer nur ein Ersatz sein kann. Weitaus wichtiger als Nistkästen aufzuhängen, ist es deshalb, Bäume einfach alt werden zu lassen, sodass natürliche Höhlen entstehen. Also das heißt, in Wäldern Altholzinseln oder Altholzbestände überhaupt stehen zu lassen und auch in unseren Siedlungen und Obstgärten und auch in den Hausgärten Bäume einfach alt werden zu lassen. Sie bieten dann nicht nur für höhlenbrütende Vögel, sondern ja für verschiedenste andere Tierarten, wie zum Beispiel Fledermäuse oder verschiedene Insekten Wohnraum und sind allgemein natürlich in der Natur sehr wichtig. Ja, Nistkästen haben durchaus ihre Berechtigung. Sie können auch die Bestände mancher Vogelarten tatsächlich fördern und unterstützen. Und es gibt auch einige Arten, für die es im Rahmen von Artenschutzprojekten, also einige seltene Arten, für die es im Rahmen von Artenschutzprojekten auch Sinn macht, Nistkästen aufzuhängen. Also das wären zum Beispiel seltene Eulenarten oder der Wiedehopf zum Beispiel oder der Wendehals. Und auch für Gebäudebrüter ist es sehr wichtig, dass man Nisthilfen anbietet, also zum Beispiel für Mauersegler oder Schwalben. Wenn man aber im Garten und im Siedlungsraum etwas für die Vögel tun möchte, ja, da denken natürlich viele Leute als erstes an einerseits Vogelfütterung und andererseits Nistkästen. Aber es ist viel wichtiger, den Vögeln natürliche Nahrung zu bieten, natürliche Strukturen. Das heißt, belassen Sie eine wilde Ecke im Garten, lassen Sie Wildkräuter wachsen, seien Sie nicht zu ordentlich, pflanzen Sie natürliche Gehölze, eine Hecke, die auch mit ihren Dornen Nistplätze für Freibrüter bietet. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten und in Wirklichkeit würde ich das alles vorher machen, bevor ich dran denke, einen Nistkasten aufzuhängen. Denn der schönste Brutplatz für einen Höhlenbrüter nützt nichts, wenn die Altvögel dann für ihre Jungen nicht ausreichend Nahrung finden. Das heißt, in einem völlig ausgeräumten Garten, wo Insektizide gespritzt werden, wo die Kohlmeise keine Raupen und Blattläuse findet, nützt ja auch der schönste Nistkasten nichts. Da kann sie einfach keine Jungvögel aufziehen. Zweiter Tipp: Material und Form des idealen Nistkastens. Also für klassische Höhlenbrüter-Nistkästen verwendet man entweder Holz
oder auch Holzbeton. Letzteres hat den Vorteil, dass es länger hält und auch zum Beispiel von Eichhörnchen oder Spechten nicht geöffnet werden kann. Ja, aber Holznistkästen sind auch genauso gut geeignet. Wichtig ist aber, dass die Bretter, aus denen sie gebaut sind, genügend dick sind, also das heißt mindestens 2 cm. Erst dann ist gewährleistet, dass wirklich die Innenräume auch, also dass der Nistkasten auch ausreichend isoliert ist gegen Hitze. Und innen sollten die Bretter jedenfalls nicht gehobelt sein, das heißt rau sein, sodass die Jungen auch beim Verlassen des Nistkastens dann von innen raufklettern können. Nistkästen aus Kunststoff und Metall sind definitiv nicht geeignet, weil sie einfach nicht ausreichend isolieren und ja, sich auch im Inneren, also die Feuchtigkeit nicht abziehen kann. Und dann gibt es im Handel auch noch so eigenartige Korbtaschen, die als Nistkästen verkauft werden. Das ist aber für klassische Höhlenbrüter definitiv auch nicht geeignet, weil es einfach keinen Nässeschutz bietet. Also da kann maximal, wenn man das irgendwo niedrig aufhängt, könnte das vielleicht einen Zaunkönig veranlassen, dass er da hineinbaut. Aber sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendeinen Sinn macht. Der Innenraum muss ausreichend groß sein, das heißt für Meisen zum Beispiel mindestens 12x12 cm Grundfläche, für mittelgroße Kästen, wo auch gern starre oder zum Beispiel Wendehälse reingehen, sollte die Grundfläche 14x14 oder 16x16 betragen. Die Höhe so circa 20 bis 25 cm oder bei größeren Kästen auch mehr. Und ab dem Einflugloch bis zum Boden, das ist, da ist der Abstand bei den Standardkästen circa 14 bis 18 cm, bei größeren Kästen dann entsprechend mehr. Entscheidend ist auch die Größe des Einfluglochs. Also das hat für Kohlmeisen zum Beispiel einen Durchmesser von 32 mm und so ein Einflugloch wird dann auch von Halsbandschnepper, Trauerschnepper, Gleiber oder Feldsperling zum Beispiel angenommen. Für kleinere Meisen, also wie Blaumeise oder Tannenmeise, nimmt man etwas kleinere Kästen und die haben dann einen Einflugloch mit 27 mm Durchmesser, was dann die Kohlmeisen ausschließt. Also es ist überhaupt wichtig, dass man verschieden große Kästen auch aufhängt, um nicht nur die konkurrenzstarke Kohlmeise zu fördern, sondern ja eben verschiedene Arten, sodass auch die Blaumeisen zum Beispiel eine Chance haben. Die richtigen Maße für die verschiedenen Vogelarten entnehmen Sie aber am besten ja entweder unserer Broschüre Vögel auf Wohnungssuche, die Sie bei uns gratis bestellen können, oder es gibt natürlich auch verschiedene Bücher zu Nistkästen, wo eben diese Maße auch zu finden sind. Ja, zur Gestaltung vielleicht, also von den sogenannten Dreiecksnistkästen, die oben dann so spitz zulaufen, würde ich abraten, weil da das Höhlenvolumen nicht ausreichend groß ist. Und außerdem ist es ganz wichtig, dass die Höhlen auch ausreichend belüftet sind. Das heißt, sie sollten nicht komplett dicht geschlossen sein, sondern ja, man macht am besten, wenn man einen Holznistkasten verwendet, in den Boden ein paar Löcher, sodass Feuchtigkeit da abrinnen kann. Und es sollte auch quasi von der Seite ein bisschen Luft reinkommen. Gleichzeitig sollte aber nicht das Wasser in den Innenraum eindringen, das heißt,
von oben muss der Nistkasten schon sehr gut gegen Nässe geschützt sein und es soll sich auch nicht von unten quasi so ein Kapillareffekt ergeben, der dann Nässe in den Nestinnenraum hineinzieht. Das heißt, ja, gute Belüftung und guter Nässeschutz ist wichtig. Und damit kommen wir gleich zum dritten Tipp. Dritter Tipp: Der beste Standort für Nistkästen. Und das betrifft vor allem die Aufhängung und die Platzierung, den Standort, wo die Nistkästen aufgehängt werden sollen. Also prinzipiell werden die klassischen Höhlenbrüter-Nistkästen in Bäumen aufgehängt, und zwar in einer Höhe so zwischen 1,80 Meter bis 3 Meter. Also es kommt natürlich darauf an, wenn Sie in Ihrem eigenen Garten einen Nistkasten aufhängen und Sie wissen, da kommt sonst niemand dazu, dann können Sie ihn ruhig tiefer aufhängen. Wenn das irgendwo quasi im Freien ist oder an der Grundstücksgrenze, wo Sie befürchten vielleicht, dass auch andere Leute neugierig in den Nistkasten hineinschauen könnten, dann ist es gescheiter, man hängt ihn ein bisschen höher auf. Man muss aber bedenken, dass man regelmäßig einmal im Jahr auch den Nistkasten ausräumt und ja auch kontrolliert. Und dazu sollte er natürlich auch halbwegs gut erreichbar sein mit einer Leiter. Das Einflugloch sollte von der Wetterseite abgewandt sein. Das heißt, bei uns schaut es normalerweise nach Osten oder Südosten. Das heißt, nicht dorthin, wo die meisten Regenfronten daherkommen. Kommt aber natürlich auch ein bisschen darauf an, wie der Standort ist. Das heißt, wenn quasi das Haus jetzt den Standort vor der Hauptwetterrichtung schützt, dann kann das Einflugloch ruhig auch nach Westen schauen. Auf keinen Fall sollte der Nistkasten in der prallen Sonne hängen. Das heißt, er sollte immer jetzt so im Halbschatten oder im Schatten sein, weil sonst wird selbst in einem dicken Holznistkasten zu heiß für die Brut. Also ja, vor allem wenn man an unsere immer heißer werdenden Frühjahre und Sommer denkt. Es ist außerdem ratsam, dass die Vorderfront so ein bisschen nach vorne gekippt ist. Das heißt, ja, das bietet einen zusätzlichen Schutz, dass nicht der Regen in das Einflugloch hineinrinnen kann. Vierter Tipp: Schutz vor Nesträubern. Ja, man muss sich ja allgemein bewusst sein, dass Vögel auch als Nahrung für andere Tierarten, für andere Vogelarten, aber auch für andere Tiere dienen. Und ja, das betrifft natürlich auch unsere Höhlenbrüter. Und bei den Nistkästen kommt ja dazu, dass die ja sehr uniform ausschauen. Das heißt, ein Nistkasten sieht aus wie der andere. Und es gibt viele Tierarten, die lernen das sehr schnell, dass in so einem Nistkasten dann einfach was zu holen ist. Also entweder die Eier, die Jungvögel oder sogar die brütenden Altvögel. Und ja, das birgt natürlich eine gewisse Falle, auch für diese Nistkastenbewohner, die diese Nistkästen nutzen. Also sie bekommen Wohnraum zur Verfügung gestellt, gleichzeitig wissen aber ihre Feinde ganz genau, wo sie zu finden sind. Und das ist unter natürlichen Umständen vielleicht ein bisschen schwieriger auszumachen. Deswegen empfiehlt es sich natürlich, dass man da gewisse Schutzmaßnahmen ergreift. Also erstens sollte man Nistkästen verwenden, die von vornherein schon einen Schutz gegen Nesträuber, vor allem gegen Säugetiere, eingebaut haben. Und das sind das so Vorbau-Nistkästen.
Das heißt, der Teil, wo das Einflugloch liegt, ist so nach vorne gezogen, sodass, wenn da jetzt ein Säugetier mit der Pfote reingreifen will, dass er da gar nicht bis zum Nestboden kommt und so halt quasi nicht die Jungen rausfischen kann. Dann gibt es auch so Vorrichtungen gegen Nesträuber, die über dem Einflugloch angebracht werden. Ja, das nutzt aber noch nichts gegen Spechte zum Beispiel, die sehr gerne entweder das Einflugloch erweitern oder auch unten in den Kasten ein Loch hineinhacken. Oder auch Eichhörnchen, die können da zum Beispiel hineinnagen. Ja, da Holzbeton-Nistkästen, bei denen passiert das nicht, weil die sind ja viel härter. Da tut sich ein Specht schwer, ein Loch hineinzuhacken. Bei einem Holznistkasten kann man die Vorderwand auch mit einem Blech verkleiden, sodass der Specht da nicht hineinhacken kann. Und schließlich kann man auch Nistkästen frei hängend aufhängen. Das heißt, man benutzt dazu einen Drahtbügel und hängt sie dann frei über einen waagrechten Ast auf, sodass ja einfach von oben Säugetiere weniger leicht dazukommen. Ja, man muss sich aber trotzdem immer bewusst sein, dass das alles keinen hundertprozentigen Schutz bietet. Ja, und zum Beispiel, wenn man das Glück hat, dass eine Äskulapnatter in seinem Garten wohnt, dann ist sie durchaus in der Lage, auf den Baum hinaufzuklettern und sich auch zu einem freihängenden Nistkasten hinunterzulassen und dort dann die Eier rauszuholen. Ja, da tun einem natürlich die Jungvögel und die Eier und die Eltern leid. Aber ja, ich persönlich würde mich über eine Äskulapnatter im Garten sehr freuen. Fünfter Tipp: Betreuung der Nistkästen. Und zum Schluss jetzt noch der fünfte Tipp, der betrifft die Betreuung der Nistkästen. Also da möchte ich vorweg schicken, dass es ja am besten ist, während der Brutzeit die Nistkästen in Ruhe zu lassen. Es gibt ja manche Leute, die schauen dann während der Brutzeit rein und schauen sich die Jungen an. Ist natürlich sehr toll, und wenn man ganz genau Bescheid weiß, in welcher Phase sich die Vögel gerade befinden, dann ist das einem Profi auch möglich. Aber im Endeffekt ist es wirklich besser, man lässt die Vögel während der Brutzeit in Ruhe und beobachtet sie nur aus der Ferne. Das heißt, ja, es gibt manche Vogelarten, die halten das besser aus, wenn man sich in der Nähe aufhält. Die gewöhnen sich auch daran. Aber ja, prinzipiell sollte man da eher vorsichtig sein. Nach der Brutzeit jedoch ist es ganz wichtig, dass die Nistkästen jährlich gereinigt werden und auch entleert werden. Es ist ja so, dass die meisten Vogelarten nicht das alte Nistmaterial ausräumen und dann neu bauen, sondern die bauen jedes Jahr auf das bestehende Nest wieder drauf. Und deswegen und auch wegen der im Nistmaterial oft vorhandenen Parasiten sollte man jedes Jahr den Nistkasten ausräumen und auch reinigen. Der beste Zeitpunkt dazu ist so der Frühherbst, und zwar würde ich warten, bis die ersten ein bisschen kälteren Nächte gekommen sind. Ja, denn wenn man das Pech hat, dass jetzt das Nest voller Vogelflöhe ist, dann hüpfen die einem an einem warmen, sonnigen Tag gern entgegen. Und ja, wenn man das nach einer kälteren Nacht in der Früh macht, dann sind diese Flöhe weniger beweglich. Also nicht, dass das jetzt da so oft vorkommt, aber es ist doch möglich, dass einfach Nester sehr stark von Vogelflöhen besetzt sind.
Ja, also das alte Nistmaterial wird entfernt. Vorher ist es meistens ganz gut, wenn man ja das Nest auch begutachtet und dann auch bestimmen kann, welche Vogelart drinnen gebrütet hat, wenn man das nicht schon vorher durch Beobachtungen festgestellt hat. Ja, es gibt da auch Bestimmungsbücher für Nester. Beim Meisen kann das recht schwierig sein, die einzelnen Arten zu unterscheiden, aber es gibt einige Vogelarten, wo es recht typisch die Nester ausschauen und wo man das auch als Laie sehr gut bestimmen kann. Ja, also das alte Nest wird, wie gesagt, entfernt und dann reinigt man noch mit einer Drahtbürste auch die Ritzen und Ecken, dass man auch quasi überwinterte Parasiten damit entfernt. Ja, und das alte Nest, das kann man einfach auf den Komposthaufen oder in den Kompost werfen. Manchmal werden Nistkästen natürlich auch von anderen Tieren besiedelt. Und ja, wenn man relativ früh mit der Kontrolle dran ist, dann sollte man aufpassen, vor allem bei größeren Kästen, ob nicht vielleicht Hornissen eingezogen sind. Und das bemerkt man am besten in dem. Also da sitzt dann meistens ein Wächter vor dem Eingang und da schaut man einfach mit dem Fernglas hin. Und wenn man da so eine Hornisse sitzen sieht, dann ja, lässt man den Nistkasten natürlich in Ruhe, weil die verteidigen natürlich ihren Brutplatz. In dem Fall, also wenn tatsächlich Hornissen drinnen sind, dann kann man den Kasten dann im Spätherbst ausräumen, denn überwintern tun bei den Hornissen nur die Königinnen und ja, also das eigentliche Nest, das kann man dann entfernen. Ja, auch wenn sich dort ein Säugetier, also zum Beispiel ein Siebenschläfer oder eine Maus einquartiert hat, dann lässt man die natürlich auch in Ruhe. Ansonsten hängt man nach der Kontrolle und der Reinigung den Nistkasten einfach wieder auf. Im Winter wird er dann gern von Vögeln auch zur Übernachtung verwendet. Ja, man kann ein bisschen trockenes Heu oder Stroh reingeben, das muss aber nicht unbedingt sein. Bei der Übernachtung im Nistkasten geht es eher darum, um einen Wind- und Kälteschutz und nicht, dass die Vögel da ein gemütliches Nest drinnen haben. Ja, auch wenn man neue Nistkästen aufhängt, dann tut man das am besten schon im Herbst, sodass sie schon im Winter genutzt werden können und dann im Vorfrühling von den Vögeln schon begutachtet werden können. Ansonsten, wenn man da nicht dazu kommt, dann sollte man es auf jeden Fall schon im Vorfrühling, also im Februar oder März, die Nistkästen aufhängen. Ja, in dem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Nistkasten und viel Freude mit Ihren gefiederten Gästen im Garten. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von BirdLife-Gezwitscher. Mein Name ist Lisa Lugerbauer und ich hoffe, es war wieder etwas Neues für Sie dabei. Falls Sie sich auch für die herbstliche Gartengestaltung interessieren, haben wir einen neuen Blogbeitrag in unsere Infobox verlinkt. Danke fürs Zuhören. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Mitglied bei BirdLife Österreich werden oder unsere Vogelschutzarbeit mit einer Spende unterstützen, falls finanziell möglich. Bis zum nächsten Mal bei BirdLife Gezwitscher.